eines anonymen Tipps erreichte das NCPD die Teenager noch rechtzeitig. Die Jugendlichen befinden sich in einem Oh, ich habe hier übrigens noch Nachrichten. Einmal von Blue Moon. Danke nochmal, Vi. Im Ernst. Du hast keine Ahnung, was ein gutes Gefühl das ist, aus dem Haus zu gehen, um dich nicht mehr ständig verfolgt zu fühlen. Vi, du bist super. Herz. Das hört man doch gerne. Das ist doch mein Job. Das hört man doch gerne. Du hast echt was gut bei mir. Wenn du mal in Tokio bist, sag Bescheid. Ich zeig dir alle Nova-Clubs der Stadt. Wahrscheinlich. Wir könnten einfach was essen gehen. Danke fürs Angebot. Irgendwann vielleicht. Klar, wann immer du willst. Wenn mich jetzt einer dumm anmachen will, ha. Einfach. Okay, bis dann. OA, Benachrichtigungssystem. Sei dabei. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es nur kaum erwarten. Arbeitet er. Deine Autobahn steht der Nachricht. Bitte antworten Sie nicht darauf. Oh, Judy hat auch noch was geschickt. Hi aus Seattle. Warum Seattle? Hier gibt es echt Nova Virtual Studios. Wollte mir mal, was? Wollte ich mir mal angucken. Vielleicht miete ich mir für ein paar Tage ein. Spiel mir der Tech rum, experimentier mal ein, will ich mal gucken. Aber ich werde nicht lange bleiben. Wohin geht's danach? Richtung Osten, will ein wenig das Land durchstreifen. Aber wahrscheinlich eine Weile lang kein Signal. Lass dich nicht unterkriegen, sie. Gib mir Mühe. Ach, du kommst schon klar. Wenn ich mal wieder in Night City bin, können wir ein paar Bier auf dem Dach trinken und du erzählst mir alles. Und ich werde dir wahrscheinlich kein Wort glauben. Also bis dahin. Mach's gut, wie. Danke. Und zu trinken sage ich nie nein. Der Rabatt gibt es einmal. Siehst du, wir zwei verstehen uns halt. Auch kein neues Auto, okay. Mach ja schon. Ich kenne dich, wie. Ich weiß, was du willst. Was dich anmacht. Was du brauchst. Schau mal auf Autofixer vorbei. Dann wirst du schon sehen, was ich meine. Okay, okay, das ist Reed, Mr. Hands. Seine Doktoren sind recht schmal, wobei im Vergleich. Dafür braucht ein passendes Fahrzeug. Warum ich auch mal. Du musst es nur abholen. Gern geschehen. Okay. Endcard-Kundendienst, Fahrgast, also mitteilen, dass dänische Probleme. Mist für einen Zugang zu einer Dienstleistung von Endcard, okay. Ah, stimmt. Was ich auch noch zeigen wollte, Cyberware, ich habe jetzt meine Cyberware ein bisschen gepimpt. Ich habe jetzt für ihn ein zweites Herz, für den Fall, dass er sterben sollte. Ich habe jetzt mein persönliches Eis mit reingeballert. Ich bin hier über dem Überlimit jetzt dran. Renaissance Punk. Okay. Oh, ich habe jetzt auch den einen toxischen Raketenabschusssystem. Ich habe das genommen bei Konstitution. Ich bin ja Konstitution 20. Ich hätte das andere noch mit Normalschaden, aber ich denke mal, das ist, glaube ich, mal ein bisschen besser. Ne? Ich habe hier auch noch Chitin mit rein, was die Gesundheitsregeneration verbessern soll. Damit ich da auch ein bisschen abgesaved bin. Verstärkte Sehnen, die hätte ich gerne nicht finden, aber ich weiß nicht, ob das noch was bringt, die zu verbessern. Und da habe ich auch noch den ballistischen Co-Prozessor rein. Ja, heißt Co-Prozessor. Ja, okay. Passt dann. Und Smart Link, ich weiß nicht, ob ich den unbedingt brauche, aber. Hier die Kiroshis. Ein Ripper Dock. Die sind immer noch drin und da habe ich noch den Netwatch, Netdrive. So, und sonst habe ich da immer nichts mehr. Doch, ich habe noch den Universal Booster mit reingemacht. Ne? Gesundheitsitems verleihen dir jetzt zusätzlich Panzerung, minus 30% alle Ausdauerkosten, wenn gesteckt werden. Also, wenn ich geheilt werde, dann habe ich automatisch dann erstmal zeitweilig, kurzzeitig mehr Panzerung und ich verbrauche weniger Ausdauer.
Also gar nicht mal so übel. Okay, ich gehe zu dem Auftrag da drüben. Mr. Hands. Wie? Vor ein paar Tagen griffen Scavs einen Transport an. Die Tech und die Wachen sind verschwunden. Letztere wahrscheinlich für immer. Das wäre eigentlich nicht weiter ungewöhnlich für Dogtown. Aber der CEO von Zetatec hat sich bei mir gemeldet. Der Transport gehörte ihnen. Zu der gestohlenen Tech gehört auch ein besonders wertvolles Augenimplantat und dazugehörige Baupläne. Die Scavs scheinen nicht zu wissen, dass es einen GPS-Tracker hat. Du wirst der Signatur folgen und das Nest der Scavs in den Longshore-Stacks hochnehmen. Ich habe dir weitere Details schon geschickt. Okay. Prototyp, was ist denn das für eine Art Rückholaktion? Anruf, bei uns in der Hand gibt es auch, halt auch Scavs. Ich hatte halt vom Prototypen. Ich kann nicht fertig gebaut wurden. Den Rest bekommst du wohl auch alleine auf die Reihe. Okay. Konzerntransport. So gut aus. Da. Ah, da oben. Der ist gehackt. Da noch einer. Kann ich dich. Komm, ich hack den auch noch. Regierung fehlgeschlagen. Und dann muss der nach da oben wahrscheinlich. Beseitigung. Okay. Das ist ein Stealthy, weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte. Bin eh lieber der Typ, der einfach reinrennt und alle umlegt. Da ist auf jeden Fall noch irgendwo einer. Da ist eine Kamera. Der ist noch höher. Noch mal irgendwo einer oder was? Was da vorne ist eine Kamera. Schaut hier aus. Bam, Techie 25. Da gucke ich mich jetzt.
jetzt mal um, was hier so ist. Guck mir die Sachen auch ehrlich gesagt auch relativ gar nicht an. Und die meisten davon nehme ich einfach mit und verkaufe sie dann. Ich habe ja mittlerweile meine Ausrüstung. Ich denke mal, das kann der ein oder andere nachvollziehen. Ich habe das ganze Zeug ja gesammelt. Fürs Spiel. Wäre ich jetzt in einem New Game oder so, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay. Ah, okay, das war meine ganze Person. Ich habe mich da gerade gefragt, was sehe ich da? Was bin ich sehend? Aber. Oh, noch ein MG. Wobei ich weiß nicht, ob das was, was ich von der Dings habe. Ob das, was die Myers hatte, ob das, Oh, was ist die, ne? Ich hätte schon wieder irgendwas gesehen. Da vorne ist auch eine Kamera. Außer die Kamera ist natürlich, der Hack ist abgelaufen. Könnte auch sein. Nervt mich immer so ein bisschen. Ne. Kann ich dich wieder aktivieren eigentlich? Da läuft zwar keiner mehr rein, aber wäre einfach lustig, dass einfach random so eine Mine von mir, die ich umgepult habe. Das ist jetzt meiner. Also der ist wirklich meiner. Habe ich dich auch gehackt? Ne, dann hacke ich dich ja noch. Komm, noch ein paar Punkte. Weil diese Geschichte mit der Farm, ne, wo ich das ganze Minenfeld auseinandergeräumt, verlegt habe, war gut. Hat einiges an Punkte gegeben. War ich nicht so hoch auf Techie. Und ich glaube, da habe ich mindestens 2 Level gekriegt. Aber da war das ja noch so. Da gab es ja noch nicht so viel. Also da hat man weitaus mehr Punkte gebraucht. Da war ich auf 8 und bin dann auf 10 gekommen oder so. Aber es gibt nicht so viel, so oft so viele Minen im Spiel. Das ist die andere Sache. Da haben wir ein BD. 1C. 7A. 55. 1C. FF. Boah, wenn ich es richtig gut machen kann, kriege ich alle 3. Was? Ein bisschen Komponenten, das ist immer ganz gut. Ah. Ich habe schon gefragt, wo das Terminal ist. Gucken, ob da noch mehr Dudes sind. Warum rutscht hier wie eigentlich so rum? Was? Heißt darauf. Das ist einmal umpolen. Jetzt da unten explodieren lassen. Ich mag den Armraketenwerfer eigentlich. Irgendjemand hat eine etwas stärkere Waffe. Das ist, glaube ich mal. Der Dude. Gerade gehackt. Ach nein, ich hatte den Dings an. Den Modus. Den Modus. Vom. Maria, ich
hätte gern gewusst, gehst du noch in den Cyberspace? Ach, die haben den Raketenwerfer. Geschützturm. Der ist überlastet jetzt. Das war hier dieser Edgerunner-Ding, ne? Dieser, ich glaube, dieser Berserker-Modus. Oder Rage, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie das heißt. Nanobienen. Ah, da ist auch noch was drin. Dann klicken wir uns da noch mit rein. So, okay. Da brauche ich ein 1D mit drin. Da ist ein 1D. Ich dann BD? Ne, da hab ich aber ein BD. 55 dann unten durch. Dann müsste ich ja eigentlich da relativ schnell dran kommen. Oh. Du, hier drüben. Hast du für das ganze Chaos gesorgt? Da habe ich ja fast Mitleid mit denen. Fast. Lass mich raten. Von Zetatec angeheuert. Ich weiß, wonach du suchst. Glaubst du, ich bin deinetwegen her? Ich bin noch gestohlener Tech. Mein Kunde hat etwas verloren. Tech-Zeug. Doch nicht etwa ein Prototyp und Baupläne? Hm? Die haben mich zwar hier eingesperrt, aber ich habe mit dem Prototyp das Signal gepinkt. Ich wusste, der Konzern schickt jemanden. Mhm, clever. Gib mir die Kurzfassung. Wer bist du? Hassan Demir, Ingenieur bei Zetatec. Einziger Überlebender des Scav-Angriffs. Oh, hab ich jemanden Doktor verraten? Selbst für Scavs ist es eine dumme Idee, einen Konzernkonvoi zu überfallen. Irgendwas stinkt. Es war eine verdeckte Operation. Wenig Security, höchste Geheimhaltung. Die Scavs haben euch also rein zufällig überfallen. Keine Chance. Hat euch jemand verraten? Den Kunden hintergangen? Hey, ich habe echt keinen Schimmer. Das können wir alle später klären. Haben wir einen Deal oder nicht? Einziger Überlebender? Scavs sind nicht bekannt für ihre Gnade. Sie wollen etwas von dir. Könnte man so sagen. Was die wollen, ist mein Implantat. Und das ist verdammt viel wert. Warte mal. Du hast dir die Tech in deinen eigenen Schädel gepflanzt? Ich dachte, so wäre es am sichersten. Die Scans der Grenzkontrolle erkennen unveröffentlichte Tech nicht. Im Nachhinein nicht meine beste Idee. Aber sie hat mir immerhin eine Weile das Leben gerettet. Den Prototyp und mich gibt's nur im Doppelpack. Wenn ich hier verrotte, kriegst du ihn nie.
Der Typ hat mehr Glück als Verstand. Wie blöd muss man sein, sich einen Prototyp zu chippen? Nichts für ungut wie. Es sei denn, Zeta Tech hat ihn dazu gezwungen, um ihn als Laborratte zu nutzen. Ziemlich riskant. Prototypen sind unberechenbar. Ziemlich riskant für einen Zeta Tech-Ingenieur, sich sowas einzupflanzen. Natürlich war es riskant, aber die Alternative war weitaus gefährlicher. Na klar. Und Daddy Zeta Tech ist natürlich einverstanden damit, dass ein Ripper aus Dogtown am Prototyp rumfuchtelt. Daddy habe ich nicht darüber informiert. Können wir dieses Gespräch jetzt bitte draußen fortsetzen? Warum so viel Drama um irgendein Implantat? Irgendein Implantat? Dieses Design könnte Kiroshi platt machen. Irgendein Typ aus Santo Domingo soll es aus dem Arasaka-Industriepark gestohlen haben. Also sind wir der Sache nachgegangen. Ich sollte es im Stadion kaufen, ohne Arasakas Aufmerksamkeit zu erregen. Und naja, stattdessen bin ich hier gelandet. Und wenn ich ihn einfach rausziehe? Wie wär's hiermit? Ich komm da rein, zieh dir das Chrom aus dem Schädel und verschwinde. Ich hab's den Bastarden auch schon gesagt. Nur ein Ripper-Dog kann den Prototyp sicher entfernen. Wenn du ihn rausziehst, ist das Ding futsch. Ich brauche nur den Prototyp. Vom Zustand war keine Rede. Und was ist mit den Bauplänen? Ich kann dir zeigen, wo sie die versteckt haben. Na gut, mach aber keine Faxen. Das ist also deine Masche? Na schön, aber mach keine Faxen. Ich weiß, in welcher Position ich hier bin. Keine Sorge. Gut, dann knacken wir mal die Tür. Umgeh das Sicherheitssystem. Wenn das nicht geht, sieh im Wachraum nach. Vielleicht findest du dort dein Passwort. Okay, bin gleich wieder da. Ja. Das ist wieder so eine Mission, die dauert mir irgendwie viel zu lange. Dafür, dass die eigentlich so einfach sein sollte. Nachrichten, Lösegeld, das wird nicht von einer Fake-Adresse geschickt. Die Unterhändler von denen sind echt eiskalt, das würde man bessere Butter reden. Ich würde ihnen klar machen, dass wir das verfickt nochmal ernst meinen und die so, egal, wir melden uns. Ich glaube, die machen sich über mich lustig, von dem kriegen wir keine Kohle. Einfach aufschneiden, sein Chrom verticken und basta. Dateien, Codes und Passwörter. 2753. In den Ofen. Ah. Mit Rechtsklick. Ich meine, sonst war es immer Tab, aber. Ah. 2753. Ah, wie ich sehe, hat Zeta Tech kein Geld gespart und einen richtigen Profi angeheuert. Absolut. Jetzt bist du dran. Wo sind die Baupläne versteckt? Die Scavs haben mich in ihre Werkstatt gebracht. Ich sollte die Sicherheitsprotokolle der Tech entfernen. Aha. Nach dir. Und komm nicht auf dumme Gedanken, okay? Komm, lauf zu. Hier sind die NPCs manchmal ein bisschen buggy, ne? Also mittlerweile nicht mehr alle, aber kann schon passieren, dass der mit Pech eventuell irgendwo stecken bleibt oder so. Heilige Scheiße, ist das Harry? Der Typ war ein Arsch, aber das ist barbarisch. Wahrscheinlich wäre ich hier gelandet, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Naja, bei Zeta Tech wartet auf mich auch ein heißes Ende. Installation auf eigene Gefahr. Oh, und Sande bist da, ne? Okay, da wären wir. Es müsste hier irgendwo... Hab es!
Nova. Ich nehme das mal. Bleib bei mir. Wir verschwinden. Warte. Ich konnte hören, wie du sie niedergemäht hast, also konnte dich Halb Longshore auch hören. Hier wimmelt es bald von Scavs. Hast du eine bessere Idee? Dann raus damit. Die Zugbrücke. Hab gesehen, wie die Scavs sie benutzen. Wohl ein Notausgang aus dem Hochhaus. Die werden nichts bemerken, glaub mir. Ist eine sichere Sache. Siehst du? Ich kann doch ganz nützlich sein. Ja, aber muss ja dafür rüberspringen, oder? Zeit, dass wir verschwinden. Ah, die hier. Nicht der Rhythm, okay. Nur noch ein paar Schritte und schön leise sein. Ganz still und heimlich. Wenn sie uns nicht sehen. Ach gut, ich kann noch meine Items durchwechseln. Wird uns nichts passieren. Komm schon, Hassan. Du kannst das. Boah, ich würde das auf Tab legen wollen. So wie beim Mass Effect. Jetzt noch die Brücke ausschalten, damit die Scavs uns nicht verfolgen. Wow, du bist ja wirklich Ingenieur. Beeindruckend. Hey, solange es nicht mehr funktioniert. Er haut einfach dagegen. So macht man das, glaube ich, mal auch. Hier sollte es sicher sein. Puh. Ich schuld dir was. Wirklich. Fast wäre ich draufgegangen. Kein Problem. Ich gehe ja nicht mit leeren Händen raus. Ich glaube, ich komme jetzt allein klar. Werd dem Boss sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Achtung, an alle Bewohner. Oh nein, das hättest du wohl gern. Ich rufe meinen Fixer an, organisiere einen Transport. Er wird den Prototyp selbst entgegennehmen wollen. Nein, nein, warte. Ich kann nicht zurück zur Zetatec. Weißt du was, Chum? Du gehst mir mächtig auf den Sack. Was zum Teufel ist dein Problem? Mein Problem ist... Ich bin fertig mit Zetatec. Ich wollte eigentlich mit dem Prototyp in Dogtown abtauchen. Ich hatte bereits einen Käufer. Musste nur warten, bis das Signal abläuft. Dann griffen die Scavs an und ruinierten alles. Wenn ich zurückgehe, bin ich tot. Warum bist du so scharf auf die Tech? Hast du nur den Hauch einer Ahnung, wie viel sie wert ist? Mehr als dein Leben, richtig? Ich habe keine Familie, keine Freunde. Ich habe alles dem Konzern geopfert. Und was bekam ich dafür? Mein verdammtes Leben haben mir diese Bastarde geklaut. Der Prototyp ermöglicht mir einen Neuanfang. Du wolltest also einen Megakonzern verarschen. Was war eigentlich dein Plan? Ich hatte nicht genug Kontakte in Dogtown, um es selbst durchzuziehen. Ich habe einen Käufer im Stadion kontaktiert, habe ihm alle Infos gegeben und er sollte den Rest organisieren. Und du hast ihm einfach so vertraut? Ich bin doch kein Idiot. Deshalb habe ich mir den Prototyp eingesetzt. Hätte er mich umgebracht, dann hätte er auch das Teil geschrottet. Ich sollte an der Grenze abhauen während der Kontrolle des Konvois. Ein Auto hat auf mich gewartet, aber so weit kam es gar nicht. Warte, was denkst du, was jetzt passiert? Dass ich meinem Fixer sage, dem Prototyp sind Beine gewachsen? Sag einfach, dass er verschollen ist oder so. Das Signal habe ich getrennt und dein Fixer kann die Baupläne haben. Sie sind auch wertvoll. Du mieser Spritzer. Hättest dir einen besseren Plan überlegen sollen, bevor du dir diese Sarkaseta-Scaff-Scheiße eingebrockt hast. Ich hab Mist gebaut, okay? Ich weiß. Aber die werde mich umbringen. Bitte. Newsflash, Chum. Du bist schon tot. Selbst wenn ich dich gehen lasse, werden die dich finden. Dann gebe ich auf. Töte mich. Ich meine es ernst. Ist mir lieber, als von denen gefoltert zu werden. Ich ruf lieber den Fixer an. Rühr dich nicht und halt die Klappe. Klar. Okay. Schick mich bitte nicht weg. Shit. Hans, die Situation wurde kompliziert.
Hab eine Geisel gerettet. Überlebender von Zeta-Tech. Und wie wirkt sich das auf die Mission aus? Naja, der Idiot hat sich den Prototyp ins Auge gestopft. Braucht eine Mitfahrgelegenheit. Umständlich, aber kein Problem. Koordinaten bitte. Der Transport wird gleich da sein, um ihn zu Zeta-Tech zu bringen. Ich schicke sie rüber. Du bist wie? Hans schickt mich. Wegen der Baupläne. Ja, hier, nimm sie. Nova, ich übernehme ab hier. Der Bastard hat einen Überfall überlebt, ist den Scavs entwischt und hat einen Konzern verarscht. Aber jeder hat irgendwann mal Pech. Okay, es hat jetzt lang genug gedauert, dass wir da... Geschickt gelöst, wie. Meine Leute werden sich um den Rest kümmern, genau wie vereinbart. Deine Bezahlung sollte gleich da sein. Nice. Wie viel kriege ich? 8000. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann mache ich als nächstes, keine Ahnung, den Auftrag da oben. Dorf in Dogtown. Ein Alltag in Night City. Schiffe bewacht mit ballistischen Schäden ausgestattet. Kann ich da einfach rauslaufen? Sonst gehe ich darüber mit Schnellreise. Genau.